So, willkommen zu den kleinen Bonus-Part, sag ich jetzt mal, indem ich diesen Gamebreaker-Gedöns versuche, also ausprobiere, ob ich das wirklich hinkriege, wie das meine Mutter damals gemacht hat oder halt nicht. Und ich habe mir jetzt meinen Speicherstand kopiert auf meine, in Anführungszeichen, zweite Memory-Card. Und dann werden wir jetzt einfach mal probieren, das Spiel kaputt zu machen. Ich bin echt gespannt, ob das geht. Ist auch schon zum Glück relativ nah am Anfang. Also man muss da nicht wirklich weit... nicht wirklich weit spielen. So. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das Level normal verlassen soll oder über das Tor. Aber ich glaube, wenn ich das über das Menü verlasse, ist, glaube ich, nicht so schlimm. So. Geh mal weg, du. Da bist du. Okay, von hier aus sieht man die nicht. Auf jeden Fall stehen die da oben in diesen zwei Lücken drin, ne? Vielleicht sieht man die von da vorne. Ich nehme mal hier eine Rakete mit. Ja, jetzt sieht man sie. Dann hole ich mir mal eine Rakete. Macht man die dann nochmal kaputt? Egal. So. Schieß mal die beiden da oben mal ab. Wenn wir da hinkommen. Ja. Okay, der ist runtergefallen. Das ist natürlich schade. Aber das muss ja nichts bedeuten. Mal den anderen noch kaputt. Okay, der bleibt liegen. Gut, dann verlassen wir das Level mal. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Also, wahrscheinlich hört ihr jetzt Autos und sowas. Weil ich habe mir gedacht, ich kann mal wieder das Fenster aufmachen und so. So. Und wieder rein. Jetzt bin ich mal gespannt, dass möglicherweise steht der rechte da. Der linke aber nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Nee, stehen beide da oben. Weil das Problem war nämlich bei meiner Mutter, du bist hier reingegangen in das Level und beide Edelsteine lagen da oben und da kam man einfach nicht mehr dran. Jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Gehe aber über das normale Levelende raus. Ich meine, der wäre nicht runtergefallen, der Edelstein. Aber ich habe jetzt gerade auch nicht so wirklich hingeguckt. Das war das falsche Ziel, die Rakete, du. Okay, der bleibt auch liegen. Gut, dann verlassen wir jetzt mal über das richtige Levelende das Level.
So. Jetzt gehen wir gleich nochmal in das Level rein und gucke mal, ob dann die Edelsteine da oben liegen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Da ist es halt schon ein bisschen länger her. Und dass meine Mutter das Level gerade gespielt hat und die abgeschossen hat. Aber ich meine, wir hätten das Level neu geladen und da lagen nur noch die Edelsteine da oben. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Es ist auf jeden Fall kacke, dass die Edelsteine halt, wenn man sie wirklich so abschießt, kommt der Edelstein her. Nee, okay. Auf jeden Fall, man kann, wenn man es denn so macht, wie ich das eben gerade gemacht habe, kann man auf jeden Fall in einem Durchgang das nicht bekommen. Glaube ich. Und es kann auch natürlich sein, dass wenn man dann stirbt, dass die dann neu geladen werden. Aber auf jeden Fall, es ist möglich, dass sie da oben liegen bleiben und man nicht mehr drankommt. Gut, aber dann wäre das geklärt. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil das hätte ich gerne gesehen, dass da oben jetzt nur noch die Edelsteine gelegen hätten. Aber gut, ja, dann wäre diese Idee von mir, beziehungsweise meine Erinnerung wäre aufgeklärt. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Untersuchungsvideo gefallen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!